So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 11. Oktober. So, einen Moment. Ich muss hier ganz kurz im Hintergrund ein bisschen rumklicken. Den 11. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir heute einen Blick auf die Märkte uns gönnen an einem interessanterweise, ja, interessanten Tag. Das ist ein besonderer Tag irgendwie, Columbus Day. Ich weiß nicht, bin jetzt nicht ganz so firm, aber ich glaube, Columbus Day war bis jetzt eigentlich immer die US-Equity-Märkte waren, glaube ich, geschlossen. Heute ist Columbus Day und Equities werden wie gewohnt getradet. Ja, warum auch immer. Also uns soll es recht sein an dieser Stelle, dass die Märkte dort keinerlei größere Veränderungen eben tatsächlich sehen. Wir wollen einen Blick natürlich werfen in diesem Zusammenhang auf den S&P, auf den Nasdaq. Natürlich dann, nachdem wir einen ersten Blick auf den DAX geworfen haben, wir wollen einen Blick werfen, wir müssen einen Blick werfen auf die doch sehr interessante Entwicklung jetzt post der Non-Farm-Payrolls, die dort am letzten Freitag veröffentlicht worden sind, unter der Erwartung veröffentlicht worden sind und dann aber in diesem Zusammenhang eben nach einem initialen kurzen Pop auf der Oberseite, Gold, Silber beispielsweise. Der eine oder andere hat es ja vielleicht verfolgt. Wir waren long, beziehungsweise ich war long. Ich bin auch immer noch long, allerdings nur noch mit jetzt reduzierter Positionskurs. Ich habe also in diesem Pop habe ich tatsächlich einen Teil dieser aufgebauten Position erstmal rausgenommen. Das war genau die richtige Entscheidung, tatsächlich, wie wir gesehen haben, denn diese Bewegung über 23 in Silber in dem Fall war nicht nachhaltig, genauso wenig auch nicht der Pop in Gold. Tatsächlich sind US-Zinsen, 10-jährige Zinsen jetzt erneut stark angezogen. Das ist dahingehend halt überraschend, weil normalerweise eigentlich auf dieses sich abkühlende konjunkturelle Umfeld erwarten würdest, dass Zinsen unter Druck bleiben. Das ist eine interessante Möglichkeit bietet eine interessante Interpretationsmöglichkeit tatsächlich, auf die wir natürlich einen Blick werfen wollen. Bitcoin auf dem Weg tatsächlich weiter in höhere Gefilde. Wir sind zwar jetzt noch nicht in Richtung Allzeithochs vorgestoßen, aber zumindest mal wieder auf dem Weg in Richtung der 60.000er-Region. Wir hatten letzte Woche am Freitag ja in diesem Zusammenhang ein erneutes bullisches Szenario eben skizziert, welches sich auch aktuell auszugehen scheint tatsächlich. Und ja, wir werfen natürlich einen Blick auf die anstehende US-Earnings-Season, die diese Woche einen Kickoff sieht, und zwar im Hinblick auf den Banking-Sektor, also JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und das Who is Who im Grunde genommen der Wall Street hier, der Wall Street Banken, die dort entsprechend Berichte vorlegen. Und ja, bevor wir offiziell starten wollen, wie gewohnt einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin, gehen wegen der Hebelwirkung mit dem Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Trading kann der Hebeleffekt für einen, der kann gegen einen wirken. Abhängig von seinem persönlichen Risikoprofil entscheidet man dann, ob man sich für den Handel mit diesen Produkten eignet. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat und sagt, ja, ich möchte das gerne ausprobieren, kann man mit einer Demo starten, runterladbar auf markets.com/de. In diesem Zusammenhang findet man auch den vollständigen Risikohinweis hier dort auf der Webseite. Alle weiteren Informationen rund um die Produktpalette, seien es physische Aktien, ETFs und dergleichen. Gerne auch darüber hinausgehend die Möglichkeit nutzen, wenn Fragen aufkommen sollten, Elena eine Mail zu schicken. Gerne mich kontaktieren, wenn ihr Fragen haben solltet rund um die Märkte. Also nutzt gerne die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos hier nicht nur Kommentare zu lassen in Bezug auf, ob es euch gefallen hat oder nicht, sondern auch, ob in diesem Zusammenhang eben irgendwelche Märkte beleuchtet werden könnten, die ich nicht beleuchtet habe. Kontaktiert mich gerne via Twitter, per Mail oder auch über meine Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr die Möglichkeit, über eine Trading-Chatbox mit mir in Kontakt zu treten. Und ja, das nunmehr so zur offiziellen Einleitung. Zack, wir switchen einmal hier jetzt rüber in die Markets X Handelsplattform. Und in diesem Zusammenhang, ich räume hier kurz mal auf, beziehungsweise schau mal eben, ob der Ton auch gut übertragen wird. Das sollte der Fall sein, aber nichtsdestotrotz, man weiß ja nie. So, ich sehe einen guten Morgen von Christoph, das freut mich. Also, das scheint schon mal gut übertragen zu werden. Dann schauen wir mal ganz kurz hier. Sehr schön, also das scheint alles zu funktionieren. Ja, sollte sich das ändern, wie gesagt, dann lass mich das bitte gerne wissen. Und ja, also dann blicken wir einmal hier auf den DAX. Wir können sehen, nach einem kurzen bärischen Flush kann der sich jetzt wieder fangen. Auf der Unterseite, wir haben die 15.100er Marke nicht deutlich unterschreiten können. So, ich will vielleicht an der Stelle mal kurz Folgendes machen. Also wir sehen jetzt hier eine aktuell stattfindende Konsolidierung, die ich auch ehrlich gesprochen positiv erachte, das muss ich ganz klar sagen. Denn Fakt ist, dass wir nach der sehr, sehr starken Gegenbewegung hier gegen die 14.800er Region, wir hatten das ja im Morning Meeting hier zum Thema gemacht letzte Woche Mittwoch, wo ich ja in diesem Bereich sagte, das könnte ein interessanter Bereich sein für einen Bounce bis 15.000. Dann ist so ein bisschen die Frage der Fragen, gelingt es,
oberhalb von 15.000 zu schließen, beziehungsweise sogar aus dem Abwärtstrendkanal hier, der sich herauskristallisiert hat, eben oberhalb zu schließen. Das hatte sich dann bereits eben hier am Donnerstag gezeigt, dass da diese Willingness bestand. Dann gab es in den Wochenschluss hinein eine Konsolidierung. Wir rollten jetzt leicht über, also das heißt, hier können wir erkennen, das war das Zeitfenster, wo die Non-Farm-Payrolls am Freitag veröffentlicht worden sind und wir drifteten dann ein wenig tiefer. Ich interpretiere das hier als vielleicht, ja, als eine stagflationäre Sorge, so nenne ich sie mal, die sich da vielleicht im Markt herauskristallisiert. Was ich damit meine, darauf gleich ein bisschen dazu mehr, ein paar Details noch. Wir sehen dann hier entsprechend einen schwachen Start in die Handelswoche, also initial jedenfalls. Das ist natürlich ein ganz dünnes Umfeld, aber nichtsdestotrotz, Equities wurden rund um den Globus erstmal tiefer gehandelt. Dann gab es eine entsprechende bullische Gegenbewegung hier im asiatischen Bereich, ganz besonders, wenn man da auf den Zeitstempel schaut, dann sieht man 2 Uhr heute Nacht unserer Zeit. Und nunmehr, ja, testen wir diesen Bereich um diese Tiefs hier, die da heute früh ausgebildet worden sind, noch einmal an, können diese aber zunächst halten. Nichtsdestotrotz eine Aufhellung in Anführungsstrichen oder ein günstigeres Umfeld sehe ich tatsächlich erst, wird man jetzt schon erahnen, sofern wir oder sobald wir den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis zurückerobern. Solange wir uns unterhalb konsolidieren, sehe ich den Vorteil auf der eher Unterseite zunächst einmal. Aber wie gesagt, selbst wenn es jetzt hier zu einem Bruch unter die 15.100 kommen würde, denke ich, dass wir bereits in der Region um diesen grünfarbenen Balken hier, den ich dort eingezeichnet habe, das ist der Bereich 15.000, 15.030, 15.050 Punkte, schon eine signifikantere Unterstützungsregion eben finden. Also das heißt, erst unterhalb würde ich dann wirklich eine Eintrübung sehen und dann auch das Potenzial, bis Richtung 14.800 Punkte nochmal verkauft zu werden. Dieses Szenario, das scheint mir dahingehend sehr, sehr unwahrscheinlich, also zumindest für heute, aber eigentlich auch für die kommenden Tage, weil wir hier jetzt zum einen heute diesen Columbus Day in den USA haben, also das heißt, der Handel grundsätzlich eher dünn sein dürfte. Und ergänzend dazu eben mit den anstehenden Quartalsberichten der diversen Investmentbanken, von denen ich gerade sprach. Ich will die mal ganz kurz hier vielleicht auch zeigen. Man hat das gleich mal hier visuell aufbereitet. Die ab Mittwoch anstehen. Also JP Morgan haben wir hier, wir haben dann, also JP Morgan am Mittwoch vor Markteröffnung. Wir haben dann hier Citi bzw. Wells Fargo. Ja, Bank of America, Merrill Lynch, ja, Morgan Stanley, das wird schon interessanter, glaube ich, beziehungsweise dann ganz besonders am Freitag eben am Goldman Sachs. Diese Bankentitel, die sind deswegen interessant, weil wir hier im Hinblick auf den, ich mache übrigens mal Folgendes, ich zeige euch das mal ganz kurz, jetzt haben wir den Bankensektor, können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, und zwar Stichwort ETFs. Was ich jetzt hier eingebe, da oben bei Suchen, hier in Markets X Fundus Platform, ist XLF, das ist der Financial Select Sector Fund ETF. Also das ist ein ETF, der diverse Finanztitel hier, oder das Who is Who, der größten, marktkapitalisierungstechnisch größten Finanzinstitute eben zusammenfasst. Da sind allerdings nicht nur Banken drin gelistet, da sind auch zum Beispiel auch Fonds drin, wie Berkshire Hathaway an dieser Stelle. Und jetzt, wenn man mal einen Blick hier drauf wirft, wir sehen, dass wir nach einer sehr, sehr starken Gegenbewegung auf die Corona-Tiefs, so, dass wir da hier die Tiefs ausgebildet, dass wir eine unglaublich starke Gegenbewegung gesehen haben und jetzt hier in einen Konsolidierungsmodus übergegangen sind. Und das schon seit geraumer Zeit. Also wir sehen diese Konsolidierung eigentlich schon seit Mai nunmehr. Wir haben kleine Versuche gestartet, hier auf der Oberseite auszubrechen. Dies bis dahin sind diese Versuche abgewendet worden, aber unabhängig davon, man sieht, dass wir nunmehr seit roundabout einem halben Jahr auf hohem Niveau eben tatsächlich konsolidieren. Und jetzt in diesem Zusammenhang, und da schließt sich dann der Kreis, ich denke, dass wir hier vor einem bullischen Breakout eben tatsächlich stehen. Das heißt also, dass eben dieser XLF hier und demnach dann, in dem Fall auch Goldman Sachs, Morgan Stanley und dergleichen, dass die Zahlen überzeugen und dass in diesem Zusammenhang eben hier ein bullischer Breakout bevorstehen dürfte. Und genau diese bullischen Vorgaben, die sind es dann, die man eben in diesem Zusammenhang auch positiv sich auf den breiten Aktienmarkt auswirken sehen dürfte. Zumindest initial. Und das lässt sich auch aktuell ausgehend von der Zinsentwicklung natürlich zeichnen.
sollten wir weiter anziehende Zinsen zu sehen bekommen und sich, wovon allerdings die Escrow nicht ausgegangen werden sollte, aber der Inflationsdruck nicht weiter erhöhen, da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, die Realverzinsung, die wird tendenziell eher weiter negativer werden und der Inflationsdruck wird nochmal deutlich stärker anziehen, als dass zeitgleich die 10-jährigen Zinsen in der Lage sind zu kompensieren. Aber zunächst einmal sind anziehende Zinsen aus dieser Perspektive für Banken per se etwas Positives. Und mal schauen wir. Also das, was wir jetzt abwarten müssen, ist, also ich gehe davon aus, dass wir infolge der angezogenen Volatilität durchaus weiter sehr, sehr attraktive, besonders im Investmentbanking-Bereich, Bereich Trading und dergleichen, positive Zahlen zu sehen bekommen. Also das heißt, tradingtechnisch hier Goldman oder auch Morgan Stanley erneut hier herausragende Resultate in der Lage sind, eben tatsächlich zu präsentieren. Aber was viel interessanter sein dürfte, ist, was erwartet man jetzt eigentlich für die Zukunft, und die Ausblicke, die könnten durchaus positiv sein durch die jetzt anziehenden Zinsen und damit eben diese positive Entwicklung im Anführungsstrichen Brot- und Buttergeschäft eben hier für den Bankensektor. Und genau diese angepasste oder nach oben sich präsentierende Guidance ist dann in der Lage, eben hier diesen bullischen Break aus dieser Konsolidierung eben im Falle des XLF auf den Weg zu bringen. Also als übergeordneter Sektor ETF, den wir dann hier einfach betrachten wollen. Und das ganz kurz eben, wieso ich da für Equities grundsätzlich eher positiv bin und diesen Push auf der Unterseite nicht unbedingt erwarte. Auch nicht in den kommenden Tagen. Also heute, wie gesagt, deswegen nicht, weil wir eben den Columbus Day haben, dünnes Umfeld, und dann auch in den kommenden Tagen nicht. Daraus kann man schon schließen, wo ich eigentlich den Vorteil hier im DAX aktuell sehe. Also ich denke, das ist eine gesunde Korrekturbewegung nach der sehr, sehr starken Gegenbewegung hier von 400 Punkten, 450, fast 500 Punkten, dass wir jetzt einfach seitwärts diesen überdehnten Modus ausbauen oder beziehungsweise abbauen und dann eben ein bullischer Break über kurz oder lang sich eben tatsächlich abzeichnet, der dann ins Mitüberwinden der 15.300er Mark im Falle des DAXes in Richtung der Gefilde bis 15.450, 15.500 zunächst einmal befördern dürfte. Und ja, das wäre es tatsächlich im Zusammenhang mit dem DAX auch schon gewesen. Mehr gibt es tatsächlich jetzt hier nicht einzufangen. Intraday, wie gesagt, wir handeln unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Das bedeutet, ich sehe den Vorteil zwar hier eher short, allerdings wenn wir jetzt eine erneute Attacke und ein erneutes Halten gegen die 15.100er Regionen zu sehen bekämen, vielleicht einen kurzen Pop drunter oder ein kleiner Flush unterhalb, aber dann Quick Rebit in Anführungsstrichen. Also das heißt, ich zeichne das mal ganz kurz ein. Was ich damit meine, ist also so ein Szenario. Ja. Dann wäre ich gegen die 15.100er Regionen in Anführungsstrichen gerne long. Also ich kann mir dann sehr gut vorstellen, diesen Bereich hier, Chance-Risiko-Verhältnis technisch, als attraktiven Long-Einstiegsbereich eben zu sehen und dann eben darauf zu spekulieren, dass es eher über kurz als lang wieder zu einem Lauf und einem Push in Richtung und über die 15.270, 300er Region eben tatsächlich kommt. Was natürlich in diesem Zusammenhang Beachtung finden muss, ist die Entwicklung, die wir hier im US-Equities-Bereich eben sehen, der da weiterhin in Anführungsstrichen das Zünglein an der Waage ist. Ich persönlich denke, wir handeln hier in einem potenziellen Long-Trigger-Bereich. Also das heißt auch hier eigentlich diese Region, um diese 4,350 bis 4,370, 4,380er Region, ist eine potenzielle Long-Einstiegsregion. Nachdem wir hier ja gegen die untere Range-Begrenzung eine sehr starke Reaktion gesehen haben, letzte Woche Mittwoch eben, die 1:1 korrespondierte mit der Entwicklung gegen die 14.800er Marke im DAX, haben wir jetzt eben diesen Break aus dieser Range auf der Oberseite gesehen. Wir konnten jetzt zwar die 4.400 in den letzten Wochenschluss nicht halten, ja, also, aber es war eben auch nicht jetzt dramatisch in irgendeiner Form. Also wir können erkennen, ja, es hat sich so ein bisschen Abgabedruck irgendwie gezeigt. Das war ein sehr, sehr choppiges Treiben, was wir hier gesehen haben infolge der Non-Farm Payrolls. Leichter Abwärtsdrift, aber wirklich starker Abgabedruck, also starker Abgabedruck, sofern man das überhaupt so bezeichnen kann, der kam eben frühestens auf jetzt hier mit der Eröffnung und eben diesem kurzen Herunterpreisen oder Herunternehmen der Geldseiten in Anführungsstrichen, durch was auch immer begünstigt, eben zum Wochenstart. Und sollten wir uns jetzt hier gegen diesen Bereich halten, und besonders sollte dann eben die Region um 4,360, 4,370 eben, diese Ausbruchregion eben hier verteidigt werden können, ist auch das potenzieller Einstiegsbereich für die Long-Seite, wo wir dann auf der Oberseite
eher kurz- als langfristig erwarten sollten, dass wir die 4430 hier, den Bereich um diese Hochs von letzter Woche Donnerstag, also Vorwochenhoch, rausnehmen und dass dann weitere Aufschläge Richtung 4480, 4500 Punkte sich anschließen. Also auch getragen potenziell durch eben entsprechende Vorgaben, positive Vorgaben aus dem Finanzsektor, vielleicht aus dem Bankensektor, wenn die Earnings eben entsprechend überzeugen. Und sollten wir hier gegen diesen Bereich erneut aufdrehen und dann über kurz oder lang eben die 4400er Marke zurückerobern, wäre das sicherlich auch etwas, was dann dazu führen würde, dass entsprechend eben der DAX sich hier positiv präsentieren sollte und entsprechend eben gegen die 15.1 sich nach oben abstößt und dann eben mit Überwinden der 15.3 den Bereich, wie gesagt, um 4,70, 500 eben in den kommenden Tagen eben anläuft. Und ja, jetzt werfen wir mal einen Blick in diesem Zusammenhang, wie gesagt, auf die Non-Farm-Payrolls an der Stelle. Ich habe jetzt hier die Arbeitslosenquote, die verheißt eigentlich Gutes, ehrlich gesprochen, denn das ist eine positive Entwicklung. Und zwar sehen wir nämlich einen Print unterhalb von 5% an dieser Stelle. Wenn wir jetzt hier mal die 10 Jahre uns die letzten Mal betrachten, dann sehen wir, es gab natürlich einen massiven Spike hier auf der Oberseite infolge Corona. Das war im März, April, Mai. Entsprechend eben dieser massive Anstieg, seitdem komplett rückläufig. Einer der Hauptgründe allerdings hierfür scheint zu sein, dass wir eben die Participation Rate an dieser Stelle eben droppen sehen. Also das heißt, diejenigen, welchen, die sich hier qualifizieren, ich muss auch ehrlich gestehen, irgendwie mutet das sehr seltsam an, was wir jetzt hier wieder präsentiert bekommen im Hinblick auf den Arbeitsmarkt. Wir erinnern uns dran, wir hatten, ich guck mal ganz kurz, das müsste ja eigentlich auch stehen, die sogenannten Job Vacancies, die im Bereich von Allzeithochs notieren. Also das heißt Jobvakanzen, Jobs, die nach Corona geschaffen worden sind und die es jetzt zu besetzen gilt. Wir sehen in diesem Zusammenhang einen historischen Lauf. Also die letzten 25 Jahre, wenn wir uns das mal angucken, wo wir hier stehen, das sind offene Stellen, die alle besetzt werden wollen. Und die Leute wollen nicht arbeiten gehen, in Anführungsstrichen, weil sie sagen, ich bleibe lieber zu Hause, kriege ich mehr für, weil ich habe eben entsprechend diese Motivation seitens der Biden-Administration, quasi die US-Regierung, durch diese sogenannten Stimulus-Checks. Und wenn ich mir dann eben diese Entwicklung hier anschaue, wie viele Jobs dort offen stehen und zeitgleich mir anschaue, dass die Arbeitslosenquote kontinuierlich eben fällt, also weiter Abgabedruck sieht und die Leute im Grunde genommen in die Jobs zurückströmen. Also es ist nichts per se ein Widerspruch, aber es ist zumindest mal etwas, was etwas seltsam einfach schlichtweg anmutet. Irgendwie diese Zahlen scheinen da nicht wirklich in Anführungsstrichen aussagekräftig vielleicht zu sein, so möchte ich das vielleicht mal sagen. Average Hourly Earnings, das sind die durchschnittlichen Stundenlöhne an dieser Stelle, Month on Month, da sehen wir auch eine. Hier sehen wir also 4,6, das sind die Year-on-Year-Zahlen, beziehungsweise hier Month-on-Month, also das heißt auf Monatssicht. Wir sehen an dieser Stelle, dass wir fortwährend eigentlich auch hier einen Druck sehen, also das heißt, dass auch hier höhere Gehälter gezahlt werden infolge des anziehenden Inflationsdrucks, der da vielleicht auch entsprechend zu beiträgt. Das heißt also auch hier in der Entwicklung im Einkommensbereich spiegelt sich dieser Inflationsdruck eben tatsächlich wieder. Und dann Non-Farm-Payrolls. Dann sehen wir aber dennoch, dass wir eben hier nur in Anführungsstrichen 194.000 neu geschaffene Stellen extra gerade sehen, gegen erwartete 500.000. Mit einer besonderen Entwicklung, die wir erkennen können hier im Bereich Public Education und Healthcare. Public Education, also das heißt öffentliche Bildungseinrichtungen, Lehrer und dergleichen, und Healthcare, also das bedeutet im Pflegebereich. Krankenhäuser und dergleichen. Da sehen wir einen massiven Drop. Parallel dazu sehen wir hier Job Gains in Leisure und Hospitality. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie kann man das übersetzen? Leisure, ja, Freizeit, Hospitality. Business to Business, ja, kurz noch einen Blick. Gastgewerbe, kann man das so nennen? Ja, Gastgewerbe, ja, ich glaube, ich kriege mal gut hin. Professional and Business Services, Retail Trade, Transportation and Warehousing, aber wie gesagt, Public Education und Healthcare. Und worauf deutet das hin? Das ist meine erste Interpretation gewesen in diesem Zusammenhang, als ich das gelesen habe. Stichwort Vaccine Mandates, also das heißt Impfpflicht, die dort eben ausgesprochen wird. Jetzt oder wo der Druck auf Ungeimpfte massiv aufgebaut wird. Also wie gesagt, die Entwicklungen, die dort stattfinden, die lassen einen schon so ein bisschen,
ich sag mal, nicht sprachlos zurück, aber zumindest mal etwas irritiert vielleicht. So möchte ich es mal sehr diplomatisch ausdrücken. Vor einem Jahr waren diejenigen welchen, die im Healthcare-Bereich, also in der Pflege, beziehungsweise auch auf dann im Krankenpflegebereich beispielsweise im Krankenhäuser gearbeitet haben, noch die Helden unserer Zeit. Und wir mussten Beifall klatschen, das hört sich so komisch an. Wir haben Beifall geklatscht und wir waren dankbar für die Arbeit und die Leistung, die dort erbracht worden sind. Und naja, heute werden sie im übertragenen Sinne seitens der Regierung bzw. ihrer Arbeitgeber entsprechend vor die Tür gesetzt, weil sie sich eben aus welchen Gründen auch immer eben nicht impfen lassen wollen. Ja, und die Gründe, die mögen ja durchaus vielfältig sein. Also das ist ja nicht nur gesagt, dass da irgendwelche Stoffe gespritzt werden, dass man sagt, das ist alles Gift oder dergleichen. Also ich muss sagen, ich habe mich mit zwei, drei Krankenpflegern unterhalten, Krankenpflegerinnen auch, die dem Zusammenhang einige sehr, sehr valide Punkte eben vorgetragen haben, die eine gesunde Skepsis einfach an den Tag legen, aber die im Übertragen, also jetzt nicht hierzulande, aber das wird sich anders, nicht anders darstellen, auch in den USA, die sich dann einfach aus dieser Perspektive dagegen entscheiden. Und zumindest sagen, wir warten. Es ist ja nicht, dass man dagegen ist per se, sondern dass man sagt, man möchte erstmal warten, bis eine etwas klarere Datenlage sich eben tatsächlich präsentiert. In dem Zusammenhang, jetzt könnte man einen Riesenfass aufmachen. Wir sollten das vermeiden, weil das sind wir relativ zügig weg vom Trading. Aber wenn wir zum Beispiel uns den Bereich anschauen, jetzt moderner Myokarditis in dem Zusammenhang beispielsweise, also Herzmuskelentzündung, und dann in dem Zusammenhang eben die Entscheidung jetzt seitens der nordischen Staaten an der Stelle, Island, Norwegen, Schweden und Dänemark, ich glaube, ich habe es jetzt alle, Finnland, glaube ich auch. Die haben eben jetzt die Impfung von Menschen jünger 30 Jahren eben, ich glaube, männlich jünger 30 war es sogar, weil dort die verstärkt in diesen Studien aufgetreten sind, diese Fälle eben erstmal ausgesetzt, bis da eine klarere Datenlage sich tatsächlich eben präsentiert. Und ja, also nochmal, lange Rede, kurzer Sinn, diese Entwicklung, die wir jetzt hier sehen, ist eine durchaus, naja, brenzlige, ehrlich gesprochen, weil man kann das natürlich auch weiter denken. Also wir sehen in dem Zusammenhang Public Education, Healthcare, wenn es dort jetzt zu Abbau von Arbeitskräften eben kommt, dann könnte es hier durchaus zu Engpässen führen, die dann eventuell auch in sich entsprechenden sozialen Verwerfungen widerspiegeln, beziehungsweise die natürlich eine Gefahr für unser aller gemeinsames Miteinander nach sich ziehen, im Hinblick eben auf die entsprechende Versorgung, nicht nur bildungstechnische Versorgung, sondern in dem Zusammenhang beispielsweise auch die Versorgung im Bereich Pflege beziehungsweise Krankenhäuser. Und das ist eben eine Entwicklung in der Konstellation hier, die vielleicht so, und dann kommen wir wieder zurück zum Markt, ohne das jetzt zu sehr überzubewerten, beziehungsweise ergänzend dazu vielleicht noch final der Gedanke. Der Gedanke, der mir nämlich jetzt kommt, ist, was macht man denn jetzt eigentlich, um diesen Engpass in diesem Bereich eben zu beheben? Und ich glaube, es war die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki heißt die, glaube ich, die dort in Aussicht stellte, dass man eben diese jetzt frei werdenden Vakanzen in diesem Bereich in den USA plant, das war schon ein paar Wochen her, dass man die plant, eben durch die Nationalgarde zu, wie heißt das Wort? Belegen nicht, na, dass man die, dass man die dort installiert, so, also seitens der Nationalgarde, was natürlich dann im ersten Moment so ein bisschen die Frage aufwirft, also dann haben wir jetzt in Anführungsstrichen das Militär, welches jetzt beginnt, solche neuralgischen Punkte eben hier zu belegen, zu besetzen an dieser Stelle, also das ist so die sehr grobe Art und Weise, das zu formulieren, was einen schon so ein bisschen Naserümpfen nach sich zieht eben tatsächlich. Und ergänzend dazu haben wir eben als aber natürlich auch die Frage, an anderen Stellen müssen die ja irgendwo herkommen, also das heißt, die mich ja irgendwo anders weg. Also ich bekomme den diesen Engpass in diesem Bereich ja nicht dadurch, dass ich eben die Leute im Grunde genommen nur irgendwie anders einsetze, sondern ich habe dann einfach mal einen entsprechenden Engpass in diesen Bereichen. Und da drängt sich jetzt dann schon so ein bisschen die Frage auf, in welche Richtung das bei einem wirklichen Auftreten wirklich eines gesundheitlichen Not oder Engpasses oder sonst dergleichen, wie sich das dann an dieser Stelle eben widerspiegelt. Und das ist durchaus etwas, was natürlich dann auch Risiken vielleicht für die grundsätzlich aktuelle Aufwärtsbewegung in Aktien nach sich zieht. Denn in diesem Zusammenhang könnte es natürlich zu Verwerfungen kommen in diesem Bereich, die dann eben sich früher oder später eben auch in entsprechenden Turbulenzen an Aktienmärkten widerspiegeln. Sprichwort soziale Verwerfung vielleicht. Allerdings ist das ein sehr weitgehender Gedanke, aber das ist etwas, das sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Was ich interessant finde, und jetzt kommen wir zurück zu den Entwicklungen, die wir am Freitag gesehen haben. Also dieser Faktor hier, wenn man genauer darüber nachdenkt, dann konnte man das irgendwie gefühlt erwarten, dass das in diese Richtung sich entwickelt im Bereich Public Education und Healthcare. Zumindest war es das, was ich dann an der einen oder anderen Stelle
eben bei, in dem Fall war es Twitter, gelesen hatte von einigen, die sich in diesen Bereichen auskennen. Das ist, glaube ich, auch ein Professor bei, glaube ich, von der UCLA, also UCLA, das heißt an der University in Kalifornien, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenbekomme, der diese Entwicklung gesehen hat. Das wiederum uns dann hier erklärt vielleicht, warum wir im Hinblick beispielsweise auf Gold und Silber diese entsprechenden Entwicklungen zu sehen bekommen haben, beziehungsweise auch im Zinsmarkt. Weswegen wir, ich gehe mal kurz hier auf meinen Zins an der Stelle, das sind 10-jährige Zinsen, warum wir initial zwar einen Flush auf der Unterseite sehen, also in Anführungsstrichen die Algos, die auf diese News erstmal initial entsprechend reagieren, aber wie es dann dazu kommen konnte, dass wir in den Folgestunden und auch jetzt weiteren Druck hier sehen, beziehungsweise nicht Druck, sondern Nachfrage nach Zinsen an dieser Stelle und diese eben auf höhere Hochs treiben, also über 1,6%, und wir sehen, das sind die höchsten Niveaus seit, müssen wir tatsächlich schon in den Daily gehen, damit wir das überhaupt erkennen können. Das sind hier Niveaus aus dem Mai tatsächlich, auf die wir jetzt hier vorgestoßen sind. Und also diese Entwicklung, die wir jetzt hier zu sehen bekommen und dann auch in diesem Zusammenhang dieser initiale Pop, der dann allerdings hier gleich wieder abverkauft wird, eventuell zeigt sich an dieser Stelle eben, dass das so durchaus hat erwartet werden können und demnach es auch erstmal nichts in irgendeiner Form daran ändert an den Vorgaben im Hinblick eben beispielsweise auf die Reduktion der Anleiheaufkäufe seitens der Fed beispielsweise. Und das ist eben etwas, was was dann in diesem Zusammenhang hier erneut das Risiko jetzt offenbart oder beziehungsweise noch ehrlich gesprochen nicht ausreicht, um eben ein sehr, sehr signifikantes Abstoßen von der 22er Region in dem Fall eben hier im Falle des Silberpreises ist es an der Stelle eben auf den Weg zu bringen. Ich sehe übrigens gerade, ich habe fast die Hochs tatsächlich mit dieser kleinen, also ich habe nicht alles reduziert, ich habe aber einen Teil rausgenommen, 20-30% an der Stelle aus der Position, und ich habe tatsächlich ich habe fast das hochverkauft, das ist ja super, sowas freut mich ja. Also ich habe in diesem Bereich hier, in diesem Bereich habe ich einen Teil der Position gegeben. Also ich habe auf den Trade jetzt einen kleinen Gewinn realisiert, habe das Risiko eben verdient. Den Stop des Restes habe ich hier auf diese Gefilde nachgezogen unterhalb dieser Konsolidierung. Also das heißt, da stehe ich jetzt, weil ich hier gegen die 22:30 mich long positioniert hatte. Das war letzte Woche am Mittwoch. Der eine oder andere hat es ja mitverfolgt. Habe ich den Stop jetzt hier auf Break-Even ein bisschen höher nachgezogen. Ich habe an der Stelle, wie gesagt, ich denke, das ist ein legitimer Bereich, unter dem man dort dann auch entsprechend eben sich stopptechnisch positionieren kann. Also das bedeutet, auf den Trade habe ich auf jeden Fall einen kleinen Profit realisiert. Und schauen wir einfach mal, ob sich jetzt in den Folgestunden oder beziehungsweise jetzt in den folgenden Tagen ganz besonders, ob es dann gelingt, hier die 22,80 zurückzuerobern. Also da ein bullischer Impuls eben tatsächlich folgt. Wie gesagt, heute ist grundsätzlich erstmal mit einem ruhigen Handel an der Stelle zu rechnen. Diese Region übrigens hier, das ist die Widerstandsregion um 22,80, wo ich im Grunde genommen eigentlich ein klares Level hatte, wo ich erstmal einen Break sehen möchte. Der kam ja durch den Impuls, den Initialen, aber dann auch einen Schluss drüber. Und dass dieser hier nicht stattgefunden hat und dass es auch nicht hier gelungen ist, bis jetzt jedenfalls, diese Region zurückzuerobern, das ist eigentlich kein so starkes Signal. Also es könnte durchaus sein, dass jetzt in Silber hier noch einmal eine Attacke auf und auch ein Drop unter die 22er Marke zeitnah eben tatsächlich stattfindet. Gleichzeitig, dann ganz besonders hier in Bezug auf Gold, einhergehend hier an der Stelle mit einem erneuten Bruch unter die 1750er Marke auf der Unterseite. Also das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Wir haben hier es nicht geschafft, diesen Bereich um 1780 rauszunehmen. Also das war ein Bereich, den sind wir zwar kurzzeitig angelaufen, aber dadurch, dass die US-Zinsen dann in den Folgestunden im Anschluss an die NFPs sich erneut haben derart bullisch präsentiert, ist dieser initiale Impuls eben komplett wieder abverkauft worden. Und nunmehr machen wir jetzt eigentlich erneute Dinge, die da kommen. Im ersten Moment wird man jetzt sagen, das ist eigentlich eine relativ schwache Entwicklung oder das ist eigentlich eine relativ schwache Reaktion. Ich bin mal gespannt, ich muss mal ganz kurz was schauen. Gefühlt dürften in den kommenden Tagen, guck mal ganz kurz, dürften in den kommenden Tagen so Inflationszahlen anstehen. So, einen Moment. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Freitag sind Retail Sales.
Ich gerade. Ja, morgen. Übermorgen, Mittwoch. Mittwoch sind die Inflationszahlen. Dann habe ich das richtig in Erinnerung. Mal schauen. Also sind wir mal, wir warten jetzt mal ab. Also rein trading-technisch, wie gesagt, ist weder Fisch noch Fleisch aktuell. Das ist ein sehr, sehr choppiges Treiben. Inflection bleibt die 1750 an dieser Stelle. Sollte jetzt an der Stelle dieser Bereich gehalten werden, dann ist der nächste potenzielle Global Makro-Impulsgeber, sind eben die Inflationszahlen. Bin sehr gespannt, ehrlich gesprochen, wie diese veröffentlicht werden. Wir sehen einerseits, wie gesagt, anziehende Zinsen. Wenn jetzt die Inflationszahlen hier ebenfalls in Richtung vielleicht sogar 6% veröffentlicht werden, also das bedeutet demnach die 5,3%, die beim letzten Datensatz eben entsprechend veröffentlicht worden sind, deutlich übertroffen werden können, dann könnte das natürlich logischerweise nach sich ziehen, dass die Realverzinsung wieder deutlicher negativer wird und das wäre ein bullischer Treiber. Dann für in dem Fall Edelmetalle ganz besonders, in dem Fall allen voran Gold, aber eben auch Silber zum Beispiel. Das könnte dann dazu führen, dass wir eben nochmal eine Attacke auf die 1780er Region, also diese NFP, hoch sehen. Aber wirklich bullisch sind wir eigentlich erst, sobald wir diese Hochs jetzt rausnehmen, in der Lage sind, diese rauszunehmen. Sobald wir hier unter 1750 rutschen, vielleicht ein bisschen großzügiger oder ein bisschen konservativer an der Stelle, 1745, sobald wir unter diesen Bereich fallen, besteht die ernstzunehmende Gefahr, dass es nochmal zu einem Flush auf der Unterseite kommt. Bis 1720, beziehungsweise darunter dann so sogar der Bereich hier um 1680 US-Dollar pro Feinunze angelaufen wird. Also das heißt, die kommenden Tage, die sind da durchaus jetzt interessant, besonders auch im Anschluss eben jetzt an die NFPs und nachdem wir es eben nicht geschafft haben, diesen initial bullischen Impuls eben zu verteidigen. So, ja, das dann im Hinblick, wie gesagt, auf das, was uns hier in Gold und Silber eben sich präsentiert, das Bild. US-Dollar aus dieser Konstellation natürlich durch die negative Korrelation zu Gold eher weiter stark, also beziehungsweise Bit. Ich schau mal ganz kurz in die Chatbox irgendwie. Warum wurde der Kommentar entfernt? Ich habe nichts entfernt. Ganz kurz. Also, ich greife mal ganz kurz auf. Jürgen schreibt, alle Commodities steigen, nur PMs, also Precious Metals, notieren 21% im Minus. Also es ist weiterhin erstaunlich, mit welcher, also wie relativ schwach einfach hier Edelmetalle sich weiter präsentieren. Es fügt sich verhältnismäßig allerdings gut in Anführungsstrichen in das ein, was ich ja schon letztes Jahr mal skizziert hatte. Was wir derzeit zu sehen bekommen, ist eine Entwicklung, die zutiefst manipulativ anmutet. Ich glaube, das kann jeder erkennen. Und wo einfach mal Gold an der Stelle, besonders auch beziehungsweise Papiergold an dieser Stelle oder generell auch Silber in diesem Moment. Das sind einfach mal sogenannte klassische sichere Häfen, wo du allerdings eben eine, naja, ich sag mal, dahingehend ein gefährliches Asset hast an dieser Stelle, weil es eben nicht beliebig aus dem Nichts geschaffen werden kann. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir haben jetzt hier natürlich eine Konstellation, wo wir einfach mal bereits in dem Moment, wo eben zum Beispiel Marktteilnehmer nervös würden und dann eben sagen, ich möchte zum Beispiel im Falle eines Future-Kontrakts, den ich über die COMEX trade, ich möchte nicht mehr in US-Dollar gecash-settled werden, also bar ausgeglichen werden, sondern ich möchte an dieser Stelle eben hier, dass die Lieferung erfolgt wie vertraglich vereinbart. Das ist ja dann die Möglichkeit eben entsprechend zu sagen, im jeweiligen Gegenwert nehme ich Gold in jeweiliger Menge ab. Das Problem ist allerdings an der Stelle seitens der COMEX, sie hat eben nicht genügend Gold physisch eben vorhanden, um diese Nachfrage zu bedienen. Und demnach kommt es eben jetzt, und das kann man schon seit Monaten eigentlich beobachten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, besonders wenn ich mir diese inflationären Tendenzen auch im Energiepreissektor und sonst dergleichen anschaue, ich glaube da nicht mehr an Zufälle. Ich glaube, dass das ganz bewusst eine Manipulation des Preisniveaus, besonders des Future, also des Papiermarktes eben ist, um eben diesen Verpflichtungen nicht nachzukommen oder nachkommen zu müssen an dieser Stelle. Und ich glaube, so kann man das am meisten, am besten erklären. Das ist aber durchaus etwas, was erwartet werden durfte, erwartet werden kann. Die Frage ist, wie lange hält sich diese oder lässt sich diese Manipulation aufrechterhalten?
Und demnach, also ich glaube, besonders eben auch im Hinblick auf jetzt weniger spekulative, sondern in dem Fall eben besonders auf beispielsweise absicherndere Geschäfte, die man eben eingeht. Wenn man zum Beispiel sich einen Goldbarren in Anführungsstrichen in den Tresor legt, ich würde da nicht wirklich nervös bleiben oder werden, sondern ich würde an dieser Stelle einfach der Dinge harren, die da kommen und dann einfach auf die jeweilige Situation entsprechend reagieren, aber jetzt nicht, um das in irgendeiner Form mich emotional werden zu lassen oder sonst dergleichen. Also es ist nicht davon auszugehen, dass eben zum Beispiel an der Stelle die Vormachtstellung, die Comics an dieser Stelle zum Beispiel hat, dass diese einfach so, dass die sich dieser Macht berauben lassen, die sie eben haben durch die entsprechenden Manipulationen und die entsprechenden Stellschrauben, mit denen sie die Preisniveaus beispielsweise im Edelmetallbereich in der Lage sind, ganz wesentlich mit zu beeinflussen. Und demnach ist das etwas, wie gesagt, das, man nimmt es wahr, man erkennt es, allerdings ist es nichts, also in meinem Fall jedenfalls nicht, was ich nicht in der Form hätte erwartet, was hätte so erwartet werden können. Und deswegen macht mich das auch nicht wirklich irgendwie in irgendeiner Form nervös oder emotional. Ah ja, Anli schreibt schon gerade, ja genau, also der Kommentar, der wurde nicht entfernt, so viel kann ich auch sagen. Nee, wie gesagt, also wie gesagt, das mit den Herzmuskeln, ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Also das muss ich an der Stelle eben auch sagen. Es war durchaus ja bekannt. Was nur jetzt erstaunlich ist, ist eben, dass man zum Beispiel mittlerweile ja also seitens der nordischen Staaten an dieser Stelle dann zum Beispiel sagt, man wartet erstmal ab, bis man diese Impfung wieder empfiehlt. Mit Moderna ist es an der Stelle eben, bis man ausreichend Daten hat. Das war ja durchaus ein Argument, was einige gebracht haben, die gesagt haben, ich warte mal ab, bis ich mich impfen lasse, bis genügend Daten vorhanden sind, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und da musste man gefühlt jedenfalls ein bisschen vorsichtig sein, wem gegenüber man solch einen Kommentar absetzt, weil man relativ zügig in das Lager der Skeptiker und Verschwörungstheoretiker und was weiß ich nicht, was alles, wie man diese Leute jetzt in irgendeiner Form diskreditiert hat, eben abgeschoben wurde oder als solcher abgestempelt wurde. Deswegen ist das halt eine, in Anführungsstrichen, erstaunliche Entwicklung, möchte ich mal fast sagen, aber ohne es wie gesagt zu bewerten oder sonst dergleichen. Ich glaube, das tut nicht gut, sich da zu viele Gedanken zu machen oder zu viel Logik oder vernünftige Diskussionsgrundlage zu suchen an dieser Stelle. Gold, Silber, Euro, US-Dollar. Genau, werfen wir mal kurz einen Blick hier drauf. Abwärtsmodus bleibt weiter intakt. Wir haben kurzzeitig einen kleinen Pop gesehen. Das war am Freitag hier. Ein Versuch, eben uns in Richtung der 1,16er Region aufzumachen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht dran. Ich hatte ja in diesem Zusammenhang hier gesagt, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass wir deutlich uns oberhalb von 1,16 in der Lage sind zu stabilisieren. Wir sehen jetzt auch hier eine potenzielle Top-Bildung gegen den Bereich um 1,1580, 1,16 und rollen jetzt erneut über. Also das hört sich jetzt wesentlich spektakulärer an als das, was wir aktuell hier präsentiert bekommen. Wir handeln 20 Pips unterhalb dieser Niveaus. Also die Volatilität bleibt hier weiter unglaublich niedrig. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben weiter erstmal bärisches Potenzial, besonders dann, wenn eben entsprechend hier sich dieses Zinsdifferenzial weiter ausweitet. Also das heißt, wenn die Zinsen weiter steigen, sollte die Nachfrage nach US-Dollar hier gegenüber von Euro eben verstärkt gegeben bleiben. Und dann in diesem Zusammenhang sollten eher weitere Abschläge erwartet werden, die uns früher oder später in Richtung hier dieser Übertreibungshochs in Anführungsstrichen rund um Corona, beziehungsweise hier dieser Konsolidierungshochs letztes Jahr im Juni eben führen, verlaufend ungefähr um 1,14 Pi mal Daumen. Also das ist durchaus eine Entwicklung an dieser Stelle, die gesehen werden sollte, dass wir weiter Abgabedruck eben tatsächlich sehen, beziehungsweise dass der US-Dollar stark bleibt, was nicht unbedingt förderlich ist für das, was wir in Gold oder beziehungsweise in Silber skizzieren. Also das wäre eher dann dafür sprechend, solch ein Verlauf hier. Das wäre eher dafür sprechend, dass wir eben im Gold dann eben entsprechend nochmal einen Push in Richtung der 1700er Region über kurz oder lang eben zu sehen bekommen. Dollar japanischer Yen. Den haben wir jetzt schon ganz lange mal nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber japanische Yen ist gerade massiv unter Druck. Und wir haben hier eine ganz, ganz wichtige Widerstandsregion eben jetzt brechen können. Es ist rund die 112er Marke. Das fällt jetzt hier nicht so gut auf, aber so. Also man kann es hier oben ja auch schon im Stundenchart erkennen. Das ist ein unglaublich stark überdehnter Modus auf der Oberseite. Hier ist die Entwicklung. Das ist ein 30-Minuten-Chart übrigens jetzt hier. Das ist keine Stunde mehr, fällt mir gerade auf. Ich habe das
hatte das nicht umgeändert gehabt aus dem Equities-Bereich. Wir sind hier auf die NFPs kurzzeitig auf der Unterseite geflasht und dann anschließend eben sehen wir jetzt eine unglaublich starke Aufwärtsbewegung. Ich will auch gleich ganz kurz zeigen, woran das liegt. Das hat nämlich einen Makrotreiber bzw. einen bekannten. Ich muss mal ganz kurz hier aufmachen. Ich zeige euch mal kurz eine Grafik aus meinem ersten Buch Forex Trading. Ich muss kurz gucken, wo habe ich das denn? Hier. Die ist eigentlich allgemein bekannt. Man sieht auch übrigens, dass die Grafik hier im Juli 2014, aber das Buch ist im November 2014 ist es erschienen. Deswegen hört die da auf an dieser Stelle, aber diese Korrelation ist weiterhin gegeben. Was die macht, die Grafik, ist, dass die in Orange die 10-jährigen Zinsen einfängt und in Grau hier den Dollar-japanischen Yen. Und was wir hier in dieser Konstellation haben, ist eine sehr stark positive Korrelation. Also sprich, wenn der Zins steigt, also in dem Fall eben der 10-jährige Zins von US-Schuldtiteln, dann sieht man Dollar-japanischen Yen mit entsprechenden Aufschlägen und vice versa. Also das heißt umgekehrt. Und das hat damit zu tun, dass man einfach in einem Umfeld, in welchem die Zinsen steigen, einfach sich billig in Anführungsstrichen, sehr einfach gesprochen, in japanischen Yen verschuldet und diese dann in US-Dollar transferiert und eben höher verzinst anlegt. Und demnach kommt es hier zu einer stark positiven Korrelation, dann eben entsprechend der 10-jährigen Zinsen, US-Zinsen an der Stelle und dem Dollar-japanischen Yen und demnach zu solchen Kursanstiegen. Denn diese Entwicklung hier, die zeichnet im Grunde genommen 1:1, spiegelt das wieder, was wir eben hier gerade eben schon gesehen haben in 10-jährigen Zinsen. Das ist sowieso eine interessante Entwicklung, rückblickend auf den Equities-Bereich an dieser Stelle. Ich bin jetzt an der Stelle wirklich, wirklich gespannt, ob das jetzt hier nicht früher oder später ebenfalls zu potenziellen Verwerfungen in irgendeiner Form führen könnte. Denn anziehende Zinsen sind natürlich hier, beziehungsweise infolge dann besonders anziehender Inflationserwartung, sind natürlich etwas, was potenziell Gift für die Aktienmärkte sein könnte, also starke Volatilität eben begünstigen könnte. Und das ist durchaus etwas, was dann auch früher oder später für eben Equities turbulenter werden könnte und nach einem initial bullischen Impuls, begünstigt eben durch entsprechend günstige, auch besonders Ausblicke, entsprechend hier des Bankensektors, könnte das sein, dass nach einem initialen Pop eben das tatsächlich zu einem schärferen Rücksetzer eben kommt, weil dann nämlich sich plötzlich beginnt im Markt herauszukristallisieren, dass anziehende Zinsen, besonders für den Growth-Sektor, also für Wachstumstitel, dass das alles andere als optimal ist. Also nicht, dass es jetzt irgendwie dramatisch wäre, ob der Zins jetzt für 10 Jahre auf 1,5 oder auf 1,7% eben notiert, aber vor dem Hintergrund dieses stark gehebelten Umfelds, in dem wir uns einfach bewegen, haben wir natürlich hier ein potenzielles Zünglein an der Waage, was einiges an Volatilität eben begünstigen könnte. Und das noch einmal in diesem Zusammenhang. Was wir wissen im Hinblick auf den Zins, dann nochmal zurückblickend jetzt hier auf den Dollar-Japanischen Yen, was wir in diesem Zusammenhang wissen, ist, dass Dollar-Japanischer Yen ein gemeinhin sehr stark positiv zum Zins und sehr stark auch trendstabiles Asset eben tatsächlich ist. Das heißt, wenn so ein Trend dann mal ins Laufen kam oder in der Vergangenheit ins Laufen kam, dann war sehr häufig davon auszugehen, dass sich dieser Trend auch weiter fortschreibt. Und das ist genau das, was wir jetzt derzeit hier sehen können. Also rückblickend auf Dollar-Japanischen Yen hier im Daily Chart, nach dem Bruch jetzt über die 112, wäre es nicht überraschend, wenn wir in einem Strich im Grunde genommen weiter auf der Oberseite laufen und dann in diese Gefilde hier um rund 114, vielleicht sogar um Richtung 114,50 eben tatsächlich vorstoßen an dieser Stelle. Was natürlich jetzt hier brisant ist, ist der Umstand, dass der US-Dollar derart starke Aufschläge derzeit sieht. Das könnte durchaus auch einen negativen Aspekt eben triggern in Bezug eben auf die Entwicklung am Aktienmarkt, denn schwache US-Dollar ist natürlich auch gemeinhin etwas, was dann an dieser Stelle eben den Aktienmarkt, Stichwort Export und dergleichen, eben eher stützt. Also durchaus etwas, was dann früher oder später auch ein Problem werden könnte. Aber wie gesagt, bezogen eben jetzt hauptsächlich auf die aktuellen Entwicklungen, ist davon auszugehen, dass der US-Dollar weitere erstmal Kapitalzuflüsse sieht und dass dann diese jetzt hier initiierte Aufwärtsbewegung erstmal in Anführungsstrichen ist, gekommen ist, um zu bleiben. Also sprich, dass der Lauf in Richtung 114 sich dann entsprechend hier auf der Oberseite fortschreibt. Sehr interessant mit Sicherheit, was uns Bitcoin präsentiert, wenn wir schon beim US-Dollar sind. Jetzt muss ich wieder gucken, wo habe ich denn Bitcoin? Da ist Bitcoin. Da hatten wir ja auch ein bullisches Szenario skizziert gehabt, letzten Freitag, das jetzt auch fortgeschrieben wird. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ach, da.
Das muss ich mal kurz gucken. Das war so ein Abstoßen. Hatten wir hier den Pull-in zum Thema gemacht? Hat auf jeden Fall einiges an Geduld gebraucht. Ich glaube, die 54,5, die 54,3, 54,5 hatten wir, glaube ich, zum Thema gemacht als Long und hatten gesagt, Stop unterhalb von 23, 53,5. Also das heißt, hier ist die Stop-Region in diesen Gefilden knapp, aber nicht knapp genug, um stopptechnisch getriggert zu werden. Und jetzt drehen wir eben auf und markieren höhere Hochs. Also das heißt, dieser Trade-Gedanke, dieser Long-Gedanke, der ist weiterhin auch gegeben, beziehungsweise der ist aktuell am Laufen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer dass die Devise hier in Bitcoin aktuell weiterhin ganz klar zu lauten scheint, buy the dip, also sprich etwas anders formuliert. Da sollte er kurz, über kurz oder lang, über kurz als lang so erwartet werden, dass wir Richtung eben der 60.000er Region vorstoßen. Also hier, beziehungsweise darüber dann uns aufmachen in Richtung hier der Allzeithochs, verlaufend um rund 65.000 US-Dollar an dieser Stelle. Und dass grundsätzlich die Devise, wie gesagt, weiter lautet, buy the dip. Sollte es vielleicht durch was auch immer begünstigt, aber das ist in der Vergangenheit ja häufiger mal aufgetreten, plötzlich aus dem Nichts kommt, eine Meldung geben irgendwie in irgendeiner Form aus China oder dergleichen, sollte mal kurz zu einem Flash kommen, glaube ich, tut man nicht schlechter dran, so eine Art Abfischlimit im Bereich um 50.000 vielleicht zu haben. Also ein psychologischer Bereich, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir mal so einen kleinen Flush nochmal in diesem Bereich sehen, durch wie gesagt irgendein News-Event oder dergleichen, was dann eben am kurzzeitigen einen kleinen Ausverkauf, einen Mini-Sell-off eben nach sich zieht. Aber worauf wir dann eben relativ zügig wieder Nachfrage in den Markt kommen sehen. Also die 50.000er-Region ist da eventuell ganz interessant für Long Plays. Sofern dieser Flush ausbleibt, ist der aktuelle Modus oberhalb hier von eben 53.500, 54.000 weiterhin ganz klar Long. Und Rücksetzen auf ehemalige Hochs, das ist so Region 55,9, vielleicht ein Stück weit tiefer, 55,5, ist ein potenzieller Long-Trigger. Sind dann Rücksätze auch gegen diese Aufwärtstrendlinie. Und wie gesagt, Ziel auf der Oberseite ist die Region hier um 59.000, vielleicht sogar beziehungsweise rund gesprochen dann die 60.000er Region auf der Oberseite. Ja, das also zu Bitcoin. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Haben wir eigentlich alles fast durch, ne? Auf Öl können wir noch mal kurz einen Blick werfen. Ich will das vielleicht mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen. Also Öl weiterhin bullish. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir hatten jetzt vor kurzem, hatten wir doch hier ein Thema gemacht, so einen Lauf. In dem Fall war es allerdings nicht Crude WTI, sondern wir hatten Brent uns angeschaut über die 80, aber jetzt ist auch WTI eben tatsächlich über das 80er Level eben gelaufen. Also auch hier sind die Vorgaben weiterhin ganz klar bullish und Schlüsselregion wahrscheinlich so hier roundabout um 75. Nachdem wir die haben hier halten können, in diesem Bereich, das war letzte Woche, Moment, 7. Ja, letzte Woche Donnerstag. Nachdem wir die haben hier halten können, sehen wir eben jetzt einen starken Push auf der Oberseite und ja, folglich weitere Aufschläge, die sehr, sehr wahrscheinlich sind. Also scheint derzeit durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir uns eher über kurz als lang darauf einstellen sollten, dass wir hier auch wieder 100 US-Dollar pro Barrel eben tatsächlich bezahlen. Also im Falle von WTI an dieser Stelle, Crude dürfte das, nicht Crude, Brent dürfte diese Niveaus eventuell schon wesentlich früher eben erreichen. Man darf ehrlich gesprochen gespannt sein, wie man seitens der Politik hier drauf reagiert, auf diese aktuelle Entwicklung. Wir sehen also hier im Energiesektor einfach einen massiven Preisdruck, der sich aufbaut, der sich früher oder später dann auch massiv im jeweiligen Geldbeutel der Bevölkerung widerspiegeln dürfte. Es gibt dort ja, ich habe das nicht weiter groß verfolgt, aber Bestrebungen entsprechend eben das Niveau hier zu deckeln. Also das heißt, die Aufschläge in irgendeiner Form am einzufangen. Wir wissen allerdings auch, dass solche Manipulationen hier in diesem Bereich nicht wirklich von langhaltiger oder nachhaltig sind, sondern eher darauf hindeuten, dass man hier ein massives Problem eben hat, ein erwartbares Problem, ehrlich gesprochen, vor dem Hintergrund dessen, was wir eben hier im Stichwort Energie oder regenerative Energiequellen und dergleichen eben haben erwarten dürfen. Es gab viele Leute, Experten oder wie auch immer man die nennen möchte, die sich in diese Richtung geäußert hatten, dass man eben entsprechende Engpässe hier provoziert an dieser Stelle.
der Stelle, die zu massiven Preisaufschlägen dann im Energiesektor führen dürften. Das mit im Hinblick auf die anstehende Wintersaison ist durchaus etwas, was dann auch einiges an Sorgenfalten eventuell nach sich zieht oder beziehungsweise auf den Weg bringt. In Bezug aufs Trading, wie gesagt, sind Long-Engagements im Energiebereich, beziehungsweise dann in dem Fall in Öl ganz besonders, eben weiterhin auf jeden Fall zu favorisieren. Sprich, erstmal erstes Ziel auf der Oberseite, potenziell die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Also das bedeutet, Voraufschläge bis 85 bis 87 Dollar pro Barrel hier sind durchaus im Bereich des Möglichen. Also gilt auch hier die klassische Devise Buy the Dip. Also bedeutet, kommt es mal kurz zu einem Pull-In auf diesem Bereich, ehemaliger Hochs an der Stelle eben. Das ist die Region 79,50 ungefähr in dieser Aggregation, beziehungsweise in diesem Ölkontrakt, das ist ein Continuous Contract, der kann sich unterscheiden. Also das vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Um einen Continuous Contract abzubilden in einem monatlich verfallenden Ölkontrakt, musst du verschiedene Laufzeiten miteinander kombinieren. Also zwei Laufzeiten an der Stelle. Und abhängig davon, welche zwei Laufzeiten du jetzt miteinander kombinierst, kommt es dann eben entsprechend zu unterschiedlichen Pricings. Also das heißt, Broker A könnte zum Beispiel an der Stelle ein Pricing haben, da ist diese Region hier, auch wenn die Chartstruktur die gleiche ist, ist das hier eventuell 79, bei Markets ist es in dem Fall die 79,50, bei eben einem anderen Broker, weil der eine andere Laufzeit hat, ist es eventuell hier die 80er-Region, jetzt mal sehr plump gesprochen. Also das bedeutet, das sollte man abhängig, wie gesagt, von dem Broker machen, bei dem man ist. Hoffentlich ist man bei Markus, aber nichtsdestotrotz. Also in dem Fall ist es eben die 79,50er Region hier auf der Unterseite, gegen die wir dann uns long positionieren würden an der Stelle, mit erwarten, dass, wie gesagt, dieser Trendstruktur sich weiter fortschreibt, dass die Aufschläge weiterhin gegeben sind und dass in dem Zusammenhang, wie gesagt, früher oder später wir hier Aufschläge sehen sollten, die uns in Gefilde um 85, 86, 87 Dollar pro Barrel eben tatsächlich führen. So, ja, nunmehr, das wäre es tatsächlich meinerseits an dieser Stelle gewesen. Dann schaue ich jetzt mal ganz kurz in die Chatbox, aber ich glaube, hier dürfte nichts mehr offen sein. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter, als euch Happy Trading zu wünschen. Hoffentlich habt ihr was für euer Trading mitnehmen können. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Märkte gerne beachtet sehen wollt, jetzt in den kommenden Morning Meetings, lasst mich das gerne wissen. Wie gesagt, schreibt sie entweder direkt unterhalb des Videos in die Chatbox oder aber schickt mir eine Mail oder Twitter oder übers Forum, meine Webseite jcom-trading.com/forum. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video hier gefallen hat, heute gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal und ja, meinerseits bleibt dann erstmal nichts weiter als ein frohes Schaffen zu wünschen. Und wir sehen uns morgen wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting gemeinsam hier im Markets. Also bis dahin, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.